Hallo und herzlich willkommen heute bei einer tollen Ausgabe von Stadtland Fluss Online. Mit dabei sind wieder Whatever Time und Charlie. Hallo. Moin Moin. Jo. Ich mag auch immer die Schollenausgaben, das sind eigentlich die besten. Ja, die was? Die Schollenausgaben. Kennst du die nicht? So. Also, wir haben hier ein paar tolle Kategorien. Dinge, die man jeden Tag macht, Spielzeug im Happy Meal, ungeeignete Orte fürs Aid, Pornotitel sind natürlich ausgedacht, stinkende Dinge, dummer Superheld dürfen wir uns natürlich auch ausdenken, wie zum Beispiel Brotman, was man Frauen nicht schenken sollte. Das ist perfekt, dass wir gerade B haben. Ein Morgenritual, Mordinstrument und natürlich einen ausgedachten Wrestlernamen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. So. Oh Gott. Keine Ahnung. Oh Gott, stinkende Dinge. Bernd. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe, eine gewisse Person wird das Video niemals sehen. Meinst du Bernd? Nein. Meinst du Bunke? Nein. Meinst du Jacqueline? Ich habe echt keine Ahnung. Geht. Sehr gefährlich. Ich noch nicht. I'm waiting for you. Ich hab was Gutes. Seid ihr jetzt fertig oder wie? Nein, ich muss jetzt noch die ausgelassenen Sachen muss ich jetzt noch mal kurz ausfüllen. Ich hoffe mal, dass das alles so gut geht hier. Geh jetzt weg, fertig. Wo ich das vielleicht noch umändern kann. Iron hat das noch nicht fertig. Noch lange nicht. Beim Morgenritual ist so gut. Muss noch mein Mordinstrument ändern, das gefällt mir noch nicht. Ich hab noch nicht mein Mordinstrument. So. Ich hab eigentlich alles. Das ist das grausamste Mordinstrument, das könnt ihr mir glauben. Hast du nun auch alles? Alter. Ich versuch, die Kontenance zu wahren, aber es ist nicht einfach. Der ist sowas von geeignet. Ungeeigneten Ort. Bauhof. Ich warte.
würde sagen, Iron darf es beenden. Ne, ist aber der letzte, also bitte. Ja, wisst ihr was, ihr könnt jetzt gerne draufdrücken. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Zeit, oder? Nee. Ja. Wenn einer beendet, ist vorbei, dann hast du verloren. Ja. So, ihr könnt. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. So. Ah, jetzt, okay. Jetzt, ja, schön. Betteln. Okay, betteln, Bratchenchen braten und Brot schmieren. Ist natürlich alles, was man jeden Tag macht. Komische Rituale, ey. Betteln, so geht das Leben. Spielzeug im Happy Meal. Brotkruste, Brutkasten und Babyborn-Püppchen. Ey, kann man auch alles super miteinander kombinieren, das ist ein ganzes Set. Und geeignete Orte für State. Brotbackautomat. Bernds Wohnung und Burggraben. Okay. Pornotitel. Brüste lecken, ohne die Nippel zu wecken. Das ist okay. Nicht Sanders und die 69 Jungfrau. Beate und die geile Nudel. Stickende Dinge. Bahnhof. Er stinkt immer nach Pisse. Und Blutwurst. Ja, okay. Dumme Superheld. Ballermann. Fähigkeit sich todesaugt. Bliatman. Bliatman ist auch gut. Bliatman. Point. Ja, die würde ich einer Frau nicht schenken, du. Bettpfand. Braunrasierer? Was spricht dagegen ein Braunrasierer? Das sind ja noch die guten. Ja, Bettpfand, aber die sind doch meistens mehr so für Männer, ne? So. Fürs Gesicht. Ist auch für Frauen. Würdest du den Bettpfand verschenken? Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Hallo, wir leben doch noch 1786. Morgenritual, beerdigen. Frag nicht. Okay, ich frag nicht. Braunen Haufen ablassen? Ja, jeden Morgen. Dann geht man immer so federnd, weißt du? Den ganzen Tag bist du federnd, hast keinen Stress. Ein BH als Mordinstrument. Das ist das schlimmste Mordinstrument, was man haben kann. Ich sag's. Bist du MacGyver, oder wie geht das? Ja. Wrestlernamen, Brett mit Warzen. Bernd der aggressive Dude und Bederus Masculinus. Was zum Fick? Also ich find die einfach alle toll. Ich bin etwas... Ja, du müsstest jetzt die Ergebnisse bestätigen. Ja. So, ich bin mit allen zufrieden. So, Dinge, die man jeden Tag macht mit N. Ich stecke jetzt bei den Pornotiteln fest. Ja, Pornotitel habe ich jetzt erstes, also das ist. Also bei den meisten bin ich echt verwirrt. Ich weiß nicht, was ich da hinschreiben soll. Ja, ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung. Also mir fehlt nur noch ein Wrestler, aber ich will den jetzt nicht auf so Spanisch machen, da fällt mir nichts ein. Ja, Spanisch ist klassisch. Da kannst du nichts mit falsch machen. Ich kann kein Spanisch, deswegen. Der muss ja fällt auch nicht. Mir fällt auch nichts ein, was Spanisch klingt. Der muss mit Spanisch klingen, das reicht schon. Genau. Das ist auch das Problem. Ja, immer mit Lost am Ende. Nee, Lost muss am Anfang. Lost Boyos Hermanos. Ja, immer ein Ost am Ende. Das reicht schon. Ost, ja. Tut mir leid, ich muss das jetzt einfach schreiben. Kann doch lustig werden. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. So. Das wollte ich aber nicht. So, haben wir es jetzt oder? Eins noch. Mir fehlt der Ort. Mir fehlt der Ort. Mir fällt einfach nicht ein. So still hier. Oh, das ist schlimm. Ich habe keine Ahnung. So, ich bin fertig. Seid ihr auch fertig? Ja. Okay. Unten die Zeche prellen. Okay, ja, Nippel massieren und Nudeln. Nudeln? Ja, was? So ordentlich durchnudeln, weißt du? Alles klar. Das. Okay. Ja, ja. Spielzeug im Happy Meal. Nabelschnur. Nuklearer Sprengkopf. Nukleare Sprengkopf. Hey! Hey, warte, dann dürft ihr Beine nicht. Das ist doch das Gleiche. Lass doch einfach, lass einfach. Das ist das Gleiche. Nein, das ist weg, gewiss. Weg. Ey, ich fang jetzt das Spiel vernünftig. Ja, also ihr beide. Meins ist eins Zeit, er hat mehrere drin. Also ich bin geizig. Ja. Ich hab Ort fürs erste Date vergessen. Nagel. Oh mein Gott. Du wolltest Nagelstudio schreiben. Ja, wollte ich auch. Tja. Und dann, das hatte ich auch geschrieben, dann habe ich es weggemacht. Was ist ein Nonnenkloster? Verdammt. Ja. Können wir nicht gelten lassen? Ja, okay, dann machen wir die Nuklearsprengköpfe auf. Ja, okay. Ja. Ist nur fair. So. Nonnenkloster, ich finde gerade da schön. Ja, klar. Der stört es auch nicht, wenn jemand guckt. Was ist eigentlich mit Norberts Gemüsebeet? Da sieht doch keiner zu. Das ist doch voll schön, da kannst du auch eine Gurke nebenbei essen. Nee, oder Norbert gefällt dir das nur nicht so. Da kriegt er auch gar nicht mit. Nackte Tatsache, Teil 1, hat der wirklich einen Pimmel? Ja, was? Habt ihr den nie gesehen? So, nagelst du noch? Nagelst du noch? Da kommst du schon. What? What? Ja, danke. Ah, die Nase. Aber es stimmt. Okay, die stinkt, okay. Nina Hagen? Hast du schon mal Nina Hagen gerochen? Ja. Nein, das glaube ich dir nicht. Du lügst. Noten? Welche Note stinkt? Obwohl, ja gut, du hast ja, Erfahrung. Ich habe Erfahrung. Ich wohne hinter einem Puff, also. Okay, ich sehe ein. Ich sehe es ein.
Nutzlos, man. Ja, gut. Ja, okay. Ja, boah, bei dem ruft die Fähigkeit gar nicht beischreiben, der kann einfach nichts. Also. Negativ, man. Negativ, man, das kommt mir bekannt vor. Verschenkt seine Nieren, welche nachwachsen. Ist ja sogar ein guter Superheld so gesehen. Ja, also ja. Der lohnt sich, wenn er die richtige Blutgruppe hat. Also so gesehen, hast du das irgendwie falsch verstanden, glaube ich. Nein. Doch, man braucht nicht Nasenhaar. Ah, ich habe das N vergessen. Norbert. Wer ist Norbert? Ja, der ist noch was gemischt. Wer ist dieser Norbert? Ja, aber wer ist das? Wir wissen nicht, wer Norbert ist. Nägar. Oh, ich finde, das kann man Frauen schenken. Ja, doch, Frauen schon. Ja, Nägar, ja, doch. Okay. Nudel auspressen, ja, danke. Und da fragt er sich, was Nudeln ist. Wie machst du das denn? Ja, guck mal, ich habe schon passend einfach mal Nase reinigen genommen, ich weil meine Nase ja stinkt. Ich Pipi machen. Ja, ja, echt mal. Ich selber jeden Morgen meine Nabel, also so ist es nicht, ne? Die ganzen Flusen da rausfischen. Ist immer so dreckig. Nashornhorn. Ja. Oh, scheiße, wir beide haben Nagelpistole. Oh. Das können wir leichter nicht gelten lassen. Wobei das Einhorn? Nemesis, weil er die Sonne verdunkelt. Weil er so fett ist. Okay. Norbert, das Einhorn. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich so einer, der so einen pinken Anzug hat. Ich mal das klingt nach einem harten Typen. Das klingt echt nach einem sehr harten Typen. Neandertalanus. Ja, Neandertalanus. Ja, das ist ein Neandertaler, der mit Erde wirft, weil Terra. Ja. Er hat's verstanden. Hab ich gerotzt. Und der Spanier. Mond, was dauernd Spanisch. So, was haben wir jetzt? Alles, was ich dazu sagen kann, ist, das kommt mir Spanisch vor. Die arme Tastatur, ey, die tut mir echt so leid. Die arme Tastatur. Ich tippe da ganz sanft drauf. Also, so ist es nicht. Rauf auf die Sau, das wäre bei R perfekt beim Pornotitel. Ist der von vorne eigentlich Norbert oder wie ist der noch? Norbert, ne? Mhm. Achso. Boah, was schenkt man Frauen denn nicht? Jetzt mal einen weiblichen Superhelden. So was gibt's doch gar nicht. Frauen sind nur ein Gerücht, die gibt's alle gar nicht. Ich wäre dann soweit. Na, ja, leider nicht.
tut mir leid, das muss jetzt einfach sein. Könnte gefährlich werden. Das kann sein, dass ich jetzt rausgeflogen bin. Nee, bei mir bist du noch drin. Ja, aber ich bin gerade aus dem Internet rausgeflogen. Hast du eigentlich schon mal gemerkt, dass es einen Chat gibt? Iron? Ja. Hast du schon mal gelesen, was da steht? Ja. So ab und zu. Wirklich? Ab und drauf. Okay. Ja, kannst du mir glauben. Ich hab, so, ich hab die Infos. Ja gut, dann mach. Gut. Boom. Dinge, die man jeden Tag Gary's macht. Mods. Galoppieren, graben und Gary's Mod zocken. Ach, ihr seid alle so langweilig. Ich galoppiere wenigstens. Ohne Geldscheine von Monopoly zum Schummeln, alles klar. Ja. Was, warum das denn? Ja, du, wenn du dann so mit so 200 hast, oder so. Ja. Gina Lisa, die würde ich aber keinem Kind schenken wollen. Die ganzen Syphilis und sonstige Geschichten, die sie da hat. Also aber große Zehennägel oder was? Ja, das wird auch keine Ahnung. Das klingt doch nach Spaß und Freude, hör mal. Was, also da finde ich die Geldscheine jetzt tatsächlich am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil sie kommen von dir kommen. Nicht nur deswegen. Ich war wahrscheinlich Kinder mit großen Zehennägeln anfangen. So gegeneinander flipsen oder was? So zack, zack, das zeige ich dir mal, wenn wir alleine sind. Wobei, man kann die ja bei anderen Leuten das Essen mischen. So, sind wir schon bei den ungeeigneten Orten fürs Date. Ja. Grab, welches bereits geschändet wurde. Nein. Ich bin raus. Finde das ungeeignet. Gerhard, wer hat schon wieder Gerhard? Was denkt ihr euch immer für einen Namen aus? Gemüse mit von Norbert. Oh wow. Alter, du nimmst aber das Gleiche. Es bot sich gerade an, tut mir leid. Wer ist Norbert und wer ist Gerhard? Schröder oder was? Wer zum Bums ist Gabi? Gabi und der Presslufthammer. Das zeige ich dir auch mal, wenn wir mal. Das zeige ich dir unter vier Augen. Grubenbumsen? Was? Wenn nichts wollen, ist überall Teil 86 Hängetitten im Rollator. Oh, ich gehe auch nicht fertig. Gemüse stinkt doch nicht. Echt? Das stinkt. Hast du schon mal Brokkoli gesehen? Du brauchst also, sehen, du zumindest wenn es aus dem Garten von Norbert kommt, dann stinkt es wie blöd. Er nimmt echt Gülle, man. Oh mein Gott. Yep. Er hat doch nicht mal eine Fähigkeit zu grunzen, man. Fähigkeit grunzen, bis der Waldi kräht. Der ist Waldi. Darüber sprechen wir auch mal nicht. Green Horny, was ist denn jetzt? Ich hab doch gesagt, ich nehme meinen weiblichen Superhelden.
Das könnte auch Kerl sein, also. Ja, das bleibt dir überlassen. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was man Frauen nicht schenkt. Was man? Geburten. Aber die passieren meistens so ungewollt. Ein Grubengrabgerät? Warum nicht? Kann sich eigenes Grab schauen. Ist sehr lohnenswert. Ja, dann zum Schluss natürlich der Gabelstapler. Könnte gefährlich werden. Ja, stimmt wohl. So. Und dann kommt das Morgenritual. Gabelstapeln. Ich sag's ja. Könnte gefährlich werden. Gabeln aus dem Hintern ziehen. Was machst du denn morgens? Was? Wo seid ihr? Morgenritual. Morgenritual. Bei Charlie. Ich frag mich, was die morgens machen. Ziehen. Ich frag mich, was die abends machen, wenn du sich die morgens aus dem Hintern ziehen musst. Problem ist, dass wir beide seine Freundin kennen und ich habe das Gefühl. Es könnte sogar stimmen. Ich glaube, er wird misshandelt. Ich glaube, whatever time ist raus. Bei mir steht oben, ganz oben. Ja, du bist durchgestrichen. Oh, ja, verdammt. Du bist rausgeflogen. Ich guck noch zu, aber ich sehe schon, dass ich raus bin, ja. Das ist aber halb so wild, denn wir waren schon in der dritten Runde und dann nimmt man halt noch irgendwie ein paar mehr auf. Ja, dritte Runde 3 von 5, aber das reicht ja eigentlich erstmal auch. Ja. Gut, die Mordinstrumente haben wir hier: einen Gabelstapler, Gandalf der Graue und eine Gitarre, wenn ich spiele. Ja, das stimmt tatsächlich. Warum ist, seit wann ist Gandalf der Graue so gefährlich? Zauberei und so. Ja, Gandalf der Weiße ist gefährlich. Aber das außerdem kann er nur so Bodentricks. Hast du nicht Lord of the Weed gesehen? Georg der Ganove. Günteros de Graveros. Das klingt Gerrit der Säufer. Griechisch. Gerrit der Säufer. Bestätige mal. Vielleicht kann ich einfach bestätigen. Du hast bestätigt. Das passiert nicht. Oh, du bist drin noch. Ja, du bist wieder drin. Okay, können wir weitermachen. Also bei mir bin ich noch durchgestrichen, aber ich hoffe, dass es passiert. Oh, das ist es E oder L? Es scheint nicht zu sein. Weil ich bin nicht drin. Als Großbuchstaben sind. Immer. Ja, also nicht. Ach, er ist nicht drin. Ich bin nicht drin. Gut, dann müsstest du es ja jetzt beenden. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Mit besserem Internet. Ja, hoffentlich. Hoffe ich doch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.